Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Lostberg. Bereits am Mittwoch heute und ihr seht, ich bin fleißig wieder am Missionen machen. Ich habe mir gedacht, ja, jetzt nicht, am Anfang muss ich es nicht gleich anmachen, aber wenn ich so, ja, über drei Viertel habe, dann kann ich ruhig mal die Aufnahme starten. Wir sind unterwegs mit einem Case Magnum 340er und einem Horsch, schlag mich tot, Tiger 10, glaube ich, ist das. Auf unserem natürlich Standardfeld Nummer 16 habe ich mir gedacht, kann man ruhig mal machen. Ich habe schon einiges gemacht, beziehungsweise hat mir mein Freund Cursplay ein bisschen unter die Arme gegriffen dabei. Aber naja, läuft. Na, wir müssen ja wieder ein bisschen Geld dran schaffen. Wird diesmal nicht so viel bringen, ich glaube, wie viel waren das? 10.000, 15.000 vielleicht? Auf alle Fälle nicht 30, ne? So wie es mal, so wie gestern oder vorgestern. Aber es bringt, ja, wieder einiges und das ist nicht so schlecht, glaube ich. Das ist krasser ist, ne, dieser Magnum, der schafft den grober auch nicht so einfach nur so, ne. Das ist schon ein schweres Gerät, sage ich mal. Oder zum Fahren ist das ein richtig schweres Gerät. So, wir machen natürlich gleich mit unserer regulären Arbeit weiter. Aber ich wollte euch heute einfach noch ein bisschen hier mitnehmen. Für die Leute, die gerne Case-Fans sind oder so weiter. Können wir auch mal ein bisschen Innenansicht fahren. Guckt euch, wie der schwimmt. Ich lenke geradeaus jetzt, ne? Das ist ja Wahnsinn, wie der schwimmt hier. Das ist ja katastrophal. Aber, ja, geht. Also, ja, natürlich wird es bessere Maschinen geben für, aber, ja, ist annehmbar. Sagen wir es mal so, es ist annehmbar. So. Wir haben auch nicht mehr viel, ne? Seht oben, ist gleich fertig. Und dann haben wir wieder ein bisschen Geld gemacht. Perfekt. Ich habe jetzt sehr viele Kommentare bekommen von euch. Dankeschön dafür übrigens. Ich wurde berichtigt, dass das Gerät, was ich gestern gekauft hatte, ein Tiefenlockerer ist. Gab dann Leute, die gesagt haben, das ist gar kein Pflug, ne? Ja, mal ganz ehrlich, was hat ein Pflug für einen Sinn? Ein Pflug ist einfach dafür da, dass er die Erde von unten nach oben bringt. Ne? Also er klappt sie eigentlich nur auf die Seite. Dass einfach frisches Erdreich von unten hochkommt. Das ist ja beim Tiefenlockerer nicht viel anders, glaube ich. Also, klar, ist ein bisschen Unterschied, ne, das ist, ne, wisst, weiß ich ja, aber jetzt so die Mega-Unterschied ist jetzt nicht. Und deswegen, ich werde ihn auch erstmal behalten. Ich habe auch gelesen, dass das eigentlich unrealistisch ist, dass man mit solchen breiten Geräten fährt. Mag sein, weiß ich jetzt nicht. Habe ich aber schon Schlimmeres gesehen im landwirtschaftlichen Bereich, muss ich wirklich sagen. Also da fahren schon andere Geschütze rum, ohne Wenn und Aber. Also so abwegig ist das vielleicht nicht bei euch. Kann ja sein, dass es bei euch anders ist, aber so abwegig ist das gar nicht in der Landwirtschaft, dass einfach Sachen durch die Gegend gefahren werden, die viel zu groß sind, viel zu schwer sind oder ja, wer es muss, das muss, ne? Das ist halt leider so in der Landwirtschaft. So, wir sind gleich fertig. Perfekt. Und ja, es hat auch jemand geschrieben, ich weiß nicht, ob es mehrere waren, aber einer hat auf alle Fälle geschrieben, es wäre auch möglich, wenn ich nach der Tiefenlockerung, dass ich direkt sehe, weil ich habe eine Direktsehmaschine, muss ich mir anschauen. Ich glaube ja nicht, muss ich ehrlich sagen, aber könnte sein. Aber ich bin ja eher so ein Gegner von. Aber kann sein. Also wenn es wirklich mal richtig flott gehen muss, dann werde ich vielleicht auch diese Alternative ins Auge fassen, aber sonst glaube ich eher nicht. So, jetzt ist halt die Frage, ob sich das jetzt ausgeht, wenn ich jetzt einmal runterfahre hier. Das Problem ist, das Hochfahren, das dauert Ewigkeiten. Das dauert wirklich Jahre. Mache auch immer gerne, wenn ich wende hoch, weil dann kann ich wieder ein bisschen Schwung mitnehmen. Bisschen zumindest, ne? Nicht viel, aber etwas haben wir schon mitgenommen. Und ja, ich hoffe jetzt bald, dass das Feld 16 jetzt wesentlich günstiger wird. Ich habe mich wirklich nur auf dieses Feld konzentriert momentan. Ja, sollte passen. Ist ja auch ein großes Feld, ne? Also wenn man sich das jetzt anguckt hier, ist echt ein großes Feld. Ja, knapp bei 20.000. Passt auf alle Fälle ganz gut. So, gucken wir mal. Es wäre noch eine Mission da, ne? Jetzt wieder ansehen. Aber das machen wir vielleicht morgen. Momentan kostet das Feld einfach noch 415.000 Euro. Das ist ja Wahnsinn. So, ich habe nichts gemacht. Ich bin hier stehen geblieben, ne? Hier, seht ihr es hier? Da müssen wir noch ein bisschen voranschreiten. Und dann werden wir den Kollegen hier ein bisschen
grobern lassen. Das werde ich aber machen lassen. Blau, ja, das Problem ist bei diesem Feld, ne, ihr kennt dieses Feld, das haben wir selber ein bisschen umgestaltet, wenn man das so sagen kann oder darf. Ich kann aber versuchen, dass das hier der Helfer macht. Lass mal einfach den Helfer machen. Gucken wir mal, wie das funktioniert. Er fährt schief, ne? Er fährt einfach schief. Also, da kennt er auch nichts, er fährt einfach schief. Moment. Einmal gerade ausrichten und dann würde ich den Helfer wieder ansetzen, ransetzen. So. Gut. Ich werde ihn nicht verkaufen. Also irgendwer war der Meinung, dass ich den MB-Tag verkaufen werde in den Kommentaren. Werde ich nicht machen. Sehe ich ehrlich gesagt keinen Grund zu. Wir werden mal ein bisschen mit den Tieren hier, ne? Ich wollte eigentlich den Reifen kaufen, ne? Komm, den Reifen, den gönnen wir uns jetzt. Das müssen wir jetzt einfach machen. Oder? Ja, bin schon der Meinung. Die Frage ist für den Reifen. Der war unter Diverses drin, glaube ich. Yes. 40 PS. Ja, das sollten wir gerade und gerade so schaffen. Und ich habe gesehen, dass der teilweise, also meistens, wird der vorne dran gehangen, ne? Ich glaube, also mit unserem Steuer können wir das eigentlich ganz locker flockig machen. Ja. Gut, gucken wir mal, vielleicht macht... What? Ach, du bist da reingefahren, du Knolle? Oh. Ob du dumm bist? Das ist halt das Problem an wunderbaren Fahrern hier, ne? Die fahren halt einfach überall rein. Jo, jetzt aber. So, das hier ist ja eigentlich... Oh, das ist fertig, ne? Oh, da können wir nicht drüber fahren. Ne, da können wir nicht drüber fahren. Ah, ich könnte vielleicht gleich das Schneidwerk mitnehmen, ne? Da steht ja auch schon länger rum hier. Das könnte ich wohl machen. So, gucken wir mal, ob wir hier so rumkommen. Ich habe extra den kleinen Wendigen genommen, ne? So. Wie drehen wir den? Ah, ich fahre einfach so zurück, oder? Geht das? Ja. Sollte doch passen, glaube ich. Ja, fahren wir ein Stückchen hier rein. Das geht auch. Jetzt sollten wir eigentlich schon bald rumkommen. Jo. Perfekt. So. Wo stellen wir denn das gute Ding hin? Das ist immer die sehr gute Frage, ne? Weil ich sagte ja immer, ich sollte nicht alles rumstehen lassen. Ich glaube, wir werden das einfach hinten in diesen Unterstand reinstellen. Weil momentan sehe ich da kein Problem. Momentan. Weil ich habe es auch überlegt, hier hinzustellen, aber das ist, da werde ich 100%, also 100%ig werde ich da ranknallen. 100%ig. Deswegen machen wir das hier rein. So, einmal Rain. Jetzt müssen wir eigentlich so einlenken, glaube ich. Das Gute ist ja, der Hänger lenkt etwas mit. Seht ihr es hinten? Also der lenkt ein bisschen mit, glaube ich. Ich hoffe, ich erzähle euch jetzt hier keinen Blödsinn, aber... Da könnte vielleicht einen Moment dauern, aber... ja. Gut, prinzipiell müssten wir eigentlich, ja... Ja, wir müssten ihn eigentlich so hinstellen, dass wir noch zum Mähwerk rankommen. Das wär nicht so schlecht. Ja. Das geht doch, oder? Wir müssen dürfen nur nicht so schnell fahren. Wenn wir nämlich an diesen Träger hier rankommen, ne, dann muss ich ja gewappnet sein. So, passt. Lass mal stehen so. Bin ich zufrieden mit? Lass mal gucken. Ja, doch. Perfekt. Besser geht's doch fast gar nicht. So. Mal Licht anmachen hier, ne? Schon wieder 20 Uhr. Ist ja Wahnsinn. Helfer F wird so ein... Wow. Ich fahre jetzt hier weiter meine Reifen. Oder zu meinem Reifen. Oder zu diesem Reifen. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Ist egal. Damit wir das diese Folge auf alle Fälle noch ein bisschen angucken können. Ich weiß nicht, ob man es einstellen kann, ob er nach links oder rechts drehen soll, der Reifen. Aber glaube, das kann man nicht einstellen. Muss man mal schauen. Also der Steyr, der macht sich schon sehr gut. Ne? Ich sag das immer wieder. Also das ist wirklich so ein Allrounder.
Und den, glaube ich, kann man auch noch pimpen, ne? Ich glaube, da kann man einiges machen für den. Ich glaube, Reifen gibt es andere. Es gibt, glaube ich, einen Forstaufsatz oder so einen Forstkäfig. So, aber gucken wir mal, was sich nur entwickelt hier, ne? Man weiß es ja nicht. Erstmal einen Reifen holen, das ist immer ganz wichtig. Weil den habe ich ja schon zwei, dreimal angesprochen jetzt und schön den schön saftig präsentiert, aber nie wirklich mitgenommen. Ah, da ist er schon. Cool, oder? Muss ich den irgendwie... Ich kann den anschalten. Wow. Kann den anschalten? Das ist aber komisch. Naja, wir gucken uns das mal an. Kann auch sein, dass das Video heute ein, zwei Minuten früher zu Ende ist, weil ich einfach keine Zeit habe heute. Aber vielleicht machen wir dann morgen ein bisschen länger. Kann das sein. Muss ich mal gucken. So, ich muss hier vorbei. Das war ich nicht. Also, ich weiß nicht, wer es war, aber ich war es nicht. Also, ich kann ja gar nicht sein, dass ich jetzt das Schild umgefahren habe. Also, dass jeder, der das behauptet, das ist ja wohl eine absolute Frechheit. Also, kann das einschalten? Kann ich es auch senken? Ja. Ich müsste dann wissen, in welche Richtung sich das dreht. Kann ich jetzt hier anmachen? Aha, es dreht sich so. Das heißt, ich müsste das eigentlich von der anderen Seite her machen. Das heißt, wir fahren jetzt hier rein. Wir müssen einmal drehen und dann fahren wir von unten hierher, wenn man das so sagen kann. So. Ah, das ist ein bisschen doof hier, aber... Ach ja, guck an. Oh, jetzt dreht in die andere Seite. Mache ich jetzt falsch? Das ist halt die Frage, ne? Ob ich jetzt falsch... Ja, gut. Wie ich gesagt, dass ich mich auskenne? Ich habe keine Ahnung, wie das Ding funktioniert. Das wirft nach... Ah, okay. Ich verstehe das. Aha, okay. Das heißt, wir müssten eigentlich doch in die andere Richtung fahren. Ist das ein bisschen verbuggt, kann das sein? So, und dann kann ich das jetzt eigentlich so reinschieben, oder? Oder habe ich das irgendwie falsch verstanden? Jetzt wird der Fall immer weiter geschoben. Also das ist noch nicht ausgereift. Oder ich mach's falsch. Schreibt mir in die Kommentare, wie ich das mache am besten. Das wäre natürlich sehr, sehr geil für morgen. Ich muss auch an der Stelle schon beenden für heute. Aber wie gesagt, morgen dann eine längere Folge. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, Daumen nach oben. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und bis morgen. Macht's gut. Ciao, ciao.